Mehr als 5000 Zuschauer sahen beim Motocross-WM-Saisonstart in Paldau in der Südoststeiermark packende Zweikämpfe und hochkarätige österreichische Meisterschaftsläufe. In der MX Open-Klasse gab es das erwartete Duell zwischen Lukas Neurauter, Günther Schmiedinger, Pascal Raukenecker und Manuel Obermeier. Ein Pullshot für Pascal Raukenecker, den Vorjahressieger der Sporting Racing KTM. Dann aber die faustliche Überraschung verbogener Bremsgittel und ein Blitzstopp für Pascal Raukenecker. Dieser Bart in Oberösterreicher. Durch der Wende landet er auf Rang 6. Spannende Duelle, Neurauter gegen Schmiedinger, Rad an Rad und das Rundula. Die Kunst der Stunde und die Chance Lukas Neurauter, der 22-jährige Tiroler, seit dem 1. Jänner 2014 ebenso Testfahrer für KTM, sicherte sich seinen allerersten MX Open Laufsieg. Zweiter wurde Staatsmeister Günther Schmiedinger. Dritter wurde der Tscheche Petros Lipka, der eine starke Performance zeigte. Auch Quali Bestzeit früher, wo ich Rennen im ersten Lauf zum Schluss. Letztes Jahr bin ich auch in Quali erster gewesen, aber Rennen zweimal Dritter. Und ja, ich bin sprachlos und eigentlich passt es perfekt. Und ich hoffe, dass ich zweiten Lauf nochmal gut geht, dass ich nochmal auf Zucker fahren kann. Und ja, bin ich voll zufrieden. Zweiten Endlauf für die MX Open Staatsmeisterschaft von Paldau sicherte sich Staatsmeister Günther Schmiedinger den Holschuss. Schmiedinger an der Spitze, aber es dauert nicht lange, bis wieder Lukas Neurauter dran war und der Tiroler überholte den Waldner Kirchner nach gleich wenigen Runden nach dem Start und suchte dann seinen Vorsprung Runde für Runde weiter auszubauen. Besonders stark der Tscheche Petros Lipka. Auch im zweiten Lauf zur MX Open WM von Paldau konnte er Schmiedinger überholen und landete am Ende auf Rang 2. Damit feierte Lukas Neurauter einen großartigen Doppelsieg. In Paldau zweiter wurde Smitka und dritter Günther Schmiedinger auf Honda. Im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein, zweiter, dritter. Ich muss wichtige Punkte sammeln für die Gesamtwertung, aber wie gesagt, ein bisschen mein Setup vereint, also das ist nicht ganz geschnimmt. Und durch das war es einfach richtig schwer für mich zum Fahren. Ich habe schwer einen Rhythmus reingefunden und ja, wollte ein bisschen schneller fahren, aber es ist halt einfach nicht mehr drin gewesen. Und ja, jetzt ein bisschen weiter arbeiten, weiter testen und in Sittendorf ist wieder nichts rennen. Zweimal gewonnen, Quali Erster. Ich glaube, besser kann es nicht sein. Ja, es geht eigentlich richtig gut und ja, viel brauche ich glaube ich dazu nicht sagen, die Leistung spricht für sich und nein, es unterstützt mich echt alle, Papa, Mama, Freundin, mein Mechaniker, der Kind, Manfred Edlinger, alle einfach das ganze Team und harmoniert einfach und ja, kann da Danke sagen und ich hoffe, ich kann ihnen ein bisschen was zurückgeben mit den zwei Laufsiegen heute. In der MX2 Staatsmeisterschaft in Lauf 1 drücken natürlich viele Fans die Daumen für Local Hero Michi Grazer. Dieser wurde aber gleich nach der Kurve 1 abgedrückt und fiel dadurch auf Rang 39 zurück. Von Rang 39 weg lieferte der Bayerdorfer eine wilde Aufholjagd. Am Ende landete er sensationell auf den dritten Rang. Der Sieg ging an den starken Slowenen Aljoscha Bollner, der 22-Jährige startet heuer neu für das Team Iba von der Schmiedinger. Er gewann den Lauf vor Patrick Schrappenegger und Michael Kratzer. Im zweiten Lauf der
da war wirklich Alexander Pölzleitner, der stärkste am Start. Wenige Runden danach aber schon der Angriff von Michael Sandner. Leider aber erwischte dieser seinen Sprung genau ein Loch und da passierte ein heftiger Highsider. Nicht optimal war auch der zweite Start von Michi Grasser, aber Österreichs Startmeister kämpfte sich nach vorne vom Rang 10, schnell war er auf der 2 und am Ende war Michael Grasser nach 13 Runden der Sieg für das Team Damjanik nicht mehr zu nehmen. Grasser gewann 6,4 Sekunden vor Aljosa Molnar und dem Ungarn Akko Trotzoni das Rennen Nummer 2. Der erste Lauf war leider auf den guten Start gefahren, weil ich bin einzig gefahren, da bin ich noch da raus. Ich bin von Platz 31 auf den dritten Tierig gefahren. Und ja, zweiter Lauf war der Start eigentlich schlechter wie im ersten Lauf, aber ich bin gut in die erste Kurve gekommen. Habe gewusst, dass ich im ersten Lauf immer die Bestzeiten fahre, wenn mir das schon gemütlich angegangen und nach 3 Runden bin ich in Führung gegangen und habe das schon gemütlich anfangen können. Nach diesem fulminanten Motocross-Saisonstart in Thaldau geht die Reise in 14 Tagen weiter. Am 19. April steigt die MX2 UM und die MX Open UM in Sittendorf in der Gemeinde Wienerwald und zugleich auch am 19. April die Jugendstaatsmeisterschaft in Langenlois-Mittelberg.